Was ich von unserem Vater damals wusste, war größtenteils aus seinen eigenen Erzählungen gespeist. Er, der im Übrigen keine Künstlernatur und an Fantasie und Temperament weniger reich war als unsere Mutter, fand ein Vergnügen und erwarb eine gewisse Künstlerschaft darin, von Indien oder von seiner Heimat zu erzählen, von den großen Zeiten seines Lebens. Vor allem war es seine Kindheit in Estland, das Leben in seinem Vaterhaus und auf den Landgütern mit Reisen im Planwagen und Besuchen an der See, wovon er uns nicht genug erzählen konnte. Eine überaus heitere, bei aller Christlichkeit sehr lebensfrohe Welt tat sich da vor uns auf. Nichts wünschten wir sehnlicher, als auch einmal dieses Estland und Livland zu sehen, wo das Leben so paradiesisch, so bunt und lustig war. Wir hatten Basel, das Spalenquartier, das Missionshaus, unseren Müllerweg und die Nachbarn und Kameraden recht gern, aber wo wurde man hier auf weit entfernte Güter eingeladen, mit Bergen von Kuchen und Körben voll Obst bewirtet, auf junge Pferdchen gesetzt, in Planwagen weit über Land gefahren? Einiges von jenem baltischen Leben und seinen Gebräuchen hatte der Vater auch hier einführen können. Es gab bei uns Worte wie Marulla, es gab einen Samovar, ein Bild des Zaren Alexander, und es gab einige aus des Vaters Heimat stammende Spiele, die er uns gelehrt hatte, vor allem das österliche Eierrollen, zu dem wir etwa auch ein Nachbarkind mitbringen durften, um ihm mit diesen Sitten und Gebräuchen Eindruck zu machen. Aber es war wenig, was Vater hier in der Fremde seine Jugendheimat anzugleichen vermocht hatte. Auch der Samovar stand am Ende mehr als ein Museumsstück da, als dass er benutzt wurde, und so waren es die Erzählungen vom russischen Vaterhaus, von Weißenstein, Reval und Dorpat, vom heimatlichen Garten, von den Festen und Reisen, in denen der Vater nicht nur sich selber das Geliebte und Entbehrte wieder erinnerte, sondern auch in uns Kindern ein kleines Estland anbaute und die ihm teuren Bilder auch in unsere Seelen senkte. Damit, mit diesem gewissen Kult, den er seiner Heimat und ersten Jugend widmete, mochte es auch zusammenhängen, dass er ein ganz ausgezeichneter Spieler, Spielkamerad und Spiellehrer geworden war. In keinem Hause, das wir kannten, wurde so zahlreiche Spiele gekannt und gekonnt, wurden ihnen so viel und witzige Variationen ersonnen, wurden so viele neue Spiele erfunden. An dem Geheimnis, dass unser Vater, der Ernste, der Gerechte, der Fromme, uns nicht entschwand und zur Altarfigur wurde, dass er trotz aller Ehrfurcht durchaus ein Mensch und unseren Kindersinn nah und erreichbar blieb, daran hatte sein Spieltalent großen Anteil, ebenso groß wie seine Schilderungen und Geschichten. Für mich, das Kind, war natürlich all das, was ich heute über die biografische und psychologische Deutung dieser Spielfreude vermute, nicht vorhanden. Vorhanden und lebendig, wirksam war für uns Kinder nur dieser Kult der Spiele selbst, und er hat nicht nur in unserer Erinnerung seinen Platz, er ist auch literarisch dokumentiert. Unser Vater hat bald nach der Zeit, von der hier die Rede ist, ein volkstümliches Spielbüchlein mit dem Titel »Das Spiel im häuslichen Kreise« geschrieben, das im Verlag unseres Onkels Gundert in Stuttgart erschienen ist. Bis ins Alter und bis in die Jahre der Blindheit hinein blieb die Begabung zum Spielen ihm treu. Wir Kinder wussten es nicht anders und hielten es für selbstverständlich, zum Charakter und zu den Funktionen eines Vaters gehörig. Wären wir mit dem Vater auf eine wilde Insel verschlagen oder in den Kerker geworfen worden oder in Wäldern verirrt, in der Zuflucht einer Höhle gelandet, so wären zwar vielleicht Not und Hunger, gewiss aber nicht Leere und Langeweile zu fürchten gewesen. Vater hätte Spiel um Spiel für uns erfunden, und dies auch noch, wenn wir in Fesseln
oder im Dunkeln hätten weilen müssen. Denn gerade die Spiele, zu denen es keines Apparates bedurfte, waren ihm die liebsten. Zum Beispiel Rätsel raten, Rätsel erfinden, mit Worten spielen, Gedächtnisübungen anstellen. Und bei den Spielen, bei welchen Spielzeug und Hilfsmittel nicht entbehrlich waren, hat er stets Freude am einfachsten und selbstgefertigten und eine Abneigung gegen das von der Industrie gemachte und im Laden gekaufte gehabt. Viele Jahre lang haben wir Brettspiele wie Halma auf Brettern und mit Figuren gespielt, die er selbst angefertigt und bemalt hatte. Übrigens ist dieser Hang zum Zusammensein, zur Geselligkeit im Schutz und unter dem sanften Zwang von Spielregeln später auch bei seinen Kindern, seinem Jüngsten, zu seinem Kennzeichen und Charakterzug geworden. Bruder Hans war darin dem Vater ähnlich, dass auch er im Umgang und Spiel mit Kindern seine beste Erholung, seine Freude und einen Ersatz für vieles fand, was ihm das Leben vorenthielt. Er, der schüchterne und zu Zeiten etwas ängstliche Hans, blühte, sobald er mit Kindern allein gelassen, sobald ihm Kinder anvertraut wurden, zu allen Gipfeln seiner Fantasie und Lebensfreude empor, entzückte und bezauberte die Kinder und versetzte sich selbst in einen paradiesischen Zustand von Gelöstheit und Glück, in dem er unwiderstehlich liebenswürdig war und von dem nach seinem Tode selbst nüchterne und kritische Augenzeugen mit einer betonten Wärme sprachen. Vater also führte uns spazieren. Er war es, der den Kinderwagen die größte Strecke schob, obwohl er keineswegs rüstig war. Im Wagen lag, lächelnd und ins Licht staunend, der kleine Hans. Adele ging an Vaters Seite, während ich mich dem Spazierschritt weniger anpassen vermochte und bald vorauslief, bald einer interessanten Entdeckung wegen zurückblieb und darum bettelte, den Wagen schieben zu dürfen, bald mich ohne Rücksicht auf seine Ermüdbarkeit an Vaters Arm oder Rock klammerte und ihn mit Fragen bestürmte. Was auf jedem Spaziergang, einem von tausend Ähnlichen, gesprochen wurde, davon ist mir nichts im Gedächtnis geblieben. Geblieben ist mir und auch Adele von diesem Tag und Spaziergang nichts als das Erlebnis mit dem Bettler. Im Bilderbuch meiner frühen Erinnerungen gehört es zu den eindrücklichsten und anregendsten Bildern, anregend zu Gedanken und Grübeleien verschiedenster Art, wie es denn noch heute, wohl 65 Jahre später, mich zu diesen Gedanken anregt und zu der Bemühung mit diesen Aufzeichnungen gezwungen hat. Wir wandelten gemächlich dahin, die Sonne schien und malte neben jede der in Kugelform geschnittenen Akazien des Weges ihren Schatten, was den Eindruck von Pedanterie, Regelmäßigkeit und Linearästhetik noch verstärkte, den diese Pflanzung mir immer machte. Es geschah nichts als das Gewöhnliche und Alltägliche. Dass ein Briefträger den Vater grüßte und ein vierspänniger Bierbrauerwagen mit schweren, schönen Rossen beim Bahnübergang warten musste und uns Zeit ließ, die herrlichen Tiere zu bestaunen, die einen ansehen konnten, als wollten sie Gruß und Rede mit uns tauschen, und an denen mir nur das Geheimnis unheimlich war, dass ihre Füße es ertrugen, wie Holz gehobelt und mit diesen klobigen Eisen beschlagen zu werden. Aber als wir uns schon wieder unserer Straße näherten, geschah doch noch etwas Neues und Besonderes. Es kam uns ein Mann entgegen, der ein wenig mitleiderregend und ein wenig ungut aussah, ein noch ziemlich junger Mensch mit einem bärtigen, vielmehr seit langer Zeit unrasierten Gesicht. Zwischen dem dunklen Haar und Bartwuchs waren Wangen und Lippen von lebhaftem Rot. Die Kleidung und Haltung des Mannes hatte etwas Verwahrlostes und Verwildertes. Sie machte uns ebenso bange wie neugierig. Gern hätte ich mir diesen Mann genauer betrachtet und etwas über ihn erfahren. Er gehörte, das sah ich beim ersten Blick, zu der geheimnisvollen und abgründigen Seite der Welt. Er mochte einer von jenen rätselhaften und gefährlichen,
aber nicht minder unglücklichen und schwierigen Menschen sein, von denen man gelegentlich als von Herumtreibern, Vaganten, Bettlervolk, Trinkern, Verbrechern sprechen hörte, in Gesprächen der Erwachsenen, welche sofort unterbrochen oder zum Flüstern gedämpft wurden, wenn man bemerkte, dass eins von uns Kindern zuhörte. So klein ich war, so hatte ich doch für eben jene drohende und beklemmende Seite der Welt nicht nur die natürliche, knabenhafte Neugierde, sondern so glaube ich heute, ich ahnte auch schon etwas davon, dass diese wunderbar zwielichtigen, ebenso armen wie gefährlichen, ebenso Abwehr- wie Brudergefühle aufrufenden Erscheinungen, diese zerlumpten, verwahrlosten und entgleisten, ebenso richtig und gültig, dass ihr Dasein in der Mythologie durchaus notwendig, dass im großen Weltspiel der Bettler so unentbehrlich sei wie der König, der Abgerissene, ebenso viel gelte wie der Mächtige und Uniformierte. So sah ich denn mit einem Schauer, an dem Entzücken und Furcht gleichen Anteil hatten, den zottigen Mann uns entgegenkommen und seine Schritte auf uns zulenken, sah ihn die etwas scheuen Augen auf unseren Vater richten und mit halbgezogener Mütze vor ihm stehen bleiben. Artig erwiderte Vater seinen gemurmelten Gruß, und mit der größten Spannung sah ich, während der Kleine im Wägelchen beim Halten erwachte und langsam die Augen auftat, der Szene zwischen den beiden einander scheinbar so fremden Männern zu. Stärker noch, als es auch sonst schon des Öfteren geschah, empfand ich die Mundart des einen und die gepflegte, genaue, akzentuierende Sprache des anderen als Ausdruck eines inneren Gegensatzes, als Sichtbarwerden einer zwischen dem Vater und seiner Umwelt bestehenden Scheidewand. Andererseits war es aufregend und hübsch, so zu sehen, wie der Angesprochene dem Bettler so höflich und ohne Ablehnung oder Zurückzucken empfing und als Menschenbruder anerkannte. Der Unbekannte versuchte nun, nachdem die paar ersten Worte getauscht waren, das Herz des Vaters, in dem er einen gutmütigen und vielleicht leicht zu rührenden Menschen vermuten mochte, mit einer Schilderung seiner Armut, seines Hungers und Elends zu bestürmen. Es kam etwas Singendes und Beschwörendes in seine Redeweise, als klage er dem Himmel seine Not. Kein Stückchen Brot habe er, kein Dach überm Kopf, keine ganzen Schuhe mehr. Es sei ein Elend, er wisse nicht mehr, wohin sich wenden, und er bitte inständig um ein wenig Geld. Es sei schon lange keines mehr in seiner Tasche gewesen. Er sagte nicht Tasche, sondern Sack, während mein Vater in seiner Antwort den Ausdruck Tasche vorzog. Ich verstand übrigens mehr die Musik und Mimik des Auftrittes, von den Worten nur wenige. Schwester Adele, 2 Jahre älter als ich, war nun in einer Hinsicht über Vater besser unterrichtet als ich. Sie wusste, was mir noch lange Jahre verborgen blieb, schon damals, dass nämlich unser Vater so gut wie niemals Geld bei sich trug und dass er, wenn es doch einmal geschah, ziemlich hilflos und auch leichtsinnig damit umging, Silber statt Nickel und große statt kleine Münzen hingab. Sie zweifelte vermutlich nicht daran, dass er kein Geld bei sich habe. Ich dagegen neigte sehr zu der Erwartung, er werde nun beim nächsten Ansteigen und Schluchzen der Töne in des Bettlers Klagelied in die Tasche greifen und dem Mann eine ganze Menge von halben und ganzen Frankenstücken in die Hände drücken und in die Mütze schütten, genug, um Brot, Limburger Käse, Schuhe und alles andere zu kaufen, dessen der Fremdling bedürftig war. Stattdessen aber hörte ich den Vater auf alle Anrufe mit derselben höflichen und beinahe herzlichen Stimme antworten und hörte seine beruhigend und beschwichtigend gemeinten Worte sich schließlich zu einer kleinen, gut formulierten Rede verdichten. Der Sinn dieser Rede war, wie wir Geschwister uns später zu erinnern meinten, dieser. Er sei nicht imstande, Geld zu geben, da er keines bei sich habe. Auch sei mit Geld nicht immer geholfen, man könne es leider auf so verschiedene Arten verwenden, zum Beispiel statt zum Essen, zum Trinken, und dazu wolle er in keiner Weise behilflich sein. Dagegen sei es ihm nicht möglich, einen wirklichen Hungernden von sich zu weisen,
Darum schlage er vor, der Mann möge ihn bis zum nächsten Kaufladen begleiten. Dort werde er so viel Brot bekommen, dass er mindestens für diesen Tag nicht zu hungern brauche. Während dieses Gesprächs standen wir die ganze Zeit am selben Fleck auf der breiten Straße und ich konnte die beiden Männer mir gut ansehen, sie miteinander vergleichen und mir aufgrund ihres Aussehens, ihres Tonfalls und ihrer Worte meine Gedanken machen. Unangetastet natürlich blieb die Überlegenheit und Autorität des Vaters in diesem Wettstreit. Er war ohne Zweifel nicht nur der anständige, ordentlich gekleidete, sich gut benehmende. Er war auch der, welcher sein Gegenüber ernster nahm, der besser und genauer auf den Partner einging und seine Worte unumwunden ehrlich meinte. Dafür hatte der andere aber diesen Beiklang von Wildheit und hatte sich und seinen Worten etwas sehr Starkes und Wirkliches stehen, stärker und wirklicher als alle Vernunft und Artigkeit. Sein Elend, seine Armut, seine Rolle als Bettler, sein Amt als Sprecher für alles verschuldete und unverschuldete Elend der Welt, und das gab ihm ein Gewicht, das half ihm Töne und Gebärden finden, die dem Vater nicht zur Verfügung standen. Und außerdem und über dies alles hinweg entstand während der so schönen und spannenden Bettlerszene Zug um Zug zwischen dem Bettler und dem Angebettelten eine gewisse nicht zu benennende Ähnlichkeit, ja Brüderlichkeit. Sie beruhte zum Teil darauf, dass der Vater, von dem Armen angesprochen, ohne Sträuben und Stirnrunzeln den anderen anhörte und gelten ließ, dass er keinen Abstand zwischen ihn und sich legte und sein Recht auf Angehörtwerden und Mitleid als ein Selbstverständliches anerkannte. Aber dies war das Wenigste. War dieser halbbärtige, dunkelhaarige Arme aus der Welt der zufriedenen, arbeitenden und jeden Tag satt werdenden Leute herausgefallen, machte er inmitten dieser reinlichen, kleinbürgerlichen Wohnhäuser und Vorgärtchen den Eindruck eines Fremdlings. So war er ja Vater längst schon, wenn auch auf so ganz andere Weise, ein Fremdling, ein Mann von anderswoher, der mit Leuten, unter denen er lebte, nur in einer losen, auf Übereinkommen beruhenden, nicht gewachsenen und erdhaften Gemeinschaft stand. Und wie der Bettler hinter seinem eher trotzigen und desperadohaften Aussehen doch etwas Kindliches, Naturhaftes und Unschuldiges zu haben schien, so war ja auch bei Vater hinter der Fassade des Frommen, des Höflichen, des Vernünftigen viel Kindhaftes verborgen. Jedenfalls, denn alle diese klugen Gedanken hatte ich damals natürlich nicht, empfand ich, je länger die beiden miteinander und vielleicht aneinander vorbeiredeten, desto mehr eine wunderliche Art von Zusammengehörigkeit zwischen ihnen. Und Geld hatten sie also beide keines. Vater stützte sich auf den Rand des Kinderwagens, während er dem Fremden Rede stand. Er machte ihm klar, dass er gesonnen sei, ihm einen Laib Brot zu geben. Doch müsse dies Brot in einem Laden geholt werden, wo man ihn kenne, und der Mann sei nun eingeladen, dahin mitzukommen. Damit setzte der Vater den Wagen wieder in Bewegung, drehte um und schlug die Richtung nach der Ausstraße ein, und der Fremde marschierte ohne Widerrede mit, war aber wieder etwas scheu geworden und fühlte sich sichtlich nicht recht zufrieden. Das Ausbleiben der Geldspende hatte ihn enttäuscht. Wir Kinder hielten uns dicht neben dem Vater und dem Wagen, dem Fremden nicht zu nahe, der seinen Pathos aufgehoben hatte und jetzt still und eher mürrisch geworden war. Ich beobachtete ihn aber im Geheimen und machte mir Gedanken. Es war mit diesem Menschen so viel in unsere nächste Nähe getreten, so viel Bedenkliches im Sinn des zu Bedenkenden, sowohl wie in dem des Bangemachenden. Und jetzt, wo der Bettler schweigsam und anscheinend schlechter Laune geworden war, gefiel er mir wieder weniger und glitt wieder mehr und mehr aus jener Zusammengehörigkeit mit dem Vater heraus und ins Unvertraute hinüber. Es war ein Stück Leben, dem ich zusah. Leben der Großen, der Erwachsenen
Und da dies Leben der Erwachsenen um uns Kinder her äußerst selten so primitiv und elementare Formen annahm, war ich tief davon gefesselt. Aber die Fröhlichkeit und Zuversicht von vorher war hingeschwunden, wie an einem heitern Tag plötzlich ein Wolkenschleier Licht und Wärme dämpfen und hinwegzaubern kann. Unser guter Vater freilich schien keine solchen Gedanken zu haben. Heiter und fröhlich blieb sein klares Gesicht, heiter und gleichmäßig sein Schritt. So zogen wir, Vater, Kinder, Wagen und Bettler, eine kleine Karawane nach der Ausstraße weiter und in ihr fort bis zu einem Kaufladen, den wir alle kannten und wo es die verschiedensten Dinge zu kaufen gab, vom Wecken und Brot bis zu Schiefertafeln, Schulheften und Spielzeug. Hier hielten wir an und Vater bat den Fremden, hier eine kleine Weile bei uns Kindern zu warten, bis er aus dem Laden zurückkäme. Adele und ich sahen einander an, es war uns beiden gar nicht wohl zumute, wir hatten etwas Angst, oder vielmehr ziemlich große Angst, und ich glaube, wir fanden es auch von Vater sonderbar und nicht recht begreiflich, dass er uns da mit dem fremden Manne so allein ließ, als könne uns unmöglich etwas geschehen, als seien noch niemals Kinder von bösen Männern umgebracht oder entführt und verkauft oder zum Betteln und Stehlen gezwungen worden. Und beide hielten wir uns zum eigenen Schutz wie auch zu dem unseres Kleinsten dicht zu beiden Seiten an den Wagen geklammert, den wir unter keinen Umständen loszulassen gedachten. Schon war der Vater die paar Steinstufen zur Ladentür hinangestiegen, schon legte er die Hand auf die Klinke, schon war er verschwunden. Wir waren mit dem Bettler allein, in der ganzen langen und geraden Straße war kein Mensch zu sehen. Ich redete mir, in der Form eines Gelübdes, innerlich zu, tapfer und männlich zu sein. So standen wir alle, eine Minute lang vielleicht, und wohl ums Herz war keinem von uns, außer dem Brüderchen, das den Fremden überhaupt nicht wahrgenommen hatte und vergnügt mit seinen winzigen Fingerchen spielte. Ich wagte es aufzublicken, nach dem Unheimlichen hin, und sah auf seinem roten Gesicht die Unruhe und Unzufriedenheit noch gesteigert. Er gefiel mir nicht, er machte mir richtig Angst. Deutlich sah man widersprechende Triebe in ihm kämpfen und nach Taten drängen. Aber da war er auch schon mit seinen Gedanken und Gefühlen zu einem Ende gekommen. Ein Entschluss durchzuckte ihn, und man konnte das Aufzucken mit Augen sehen. Aber wozu er sich entschlossen hatte und was er jetzt tat, war von allem, woran ich etwa gedacht oder was ich gehofft oder gefürchtet hatte, das Gegenteil. Es war das Unerwartetste von allem, was geschehen konnte. Es überrumpelte uns beide, Adele und mich, vollkommen, dass wir starr und sprachlos standen. Der Bettler, nachdem der Zug in ihn gefahren war, hob einen seiner Füße mit den mitleiderregenden Schuhen, zog das Knie an, erhob beide zu Fäusten geballte Hände bis in die Schulterhöhe und lief in einem Schnelllauf, den man seiner Figur kaum zugetraut hätte, die lange, gerade Straße hinunter. Er hatte die Flucht ergriffen und rannte wie ein Verfolgter, bis er die nächste Querstraße erreicht hatte und für immer unseren Augen entschwand. Was ich bei diesem Anblick empfand, lässt sich nicht beschreiben. Es war ebenso sehr Schrecken wie Aufatmen, ebenso Verblüffung wie Dankbarkeit, aber zur selben Sekunde auch Enttäuschung, ja Bedauern. Und nun kehrte, heiteren Gesichts, mit einem langen Laib Weißbrot in der Hand, Vater aus dem Laden zurück, staunte einen Augenblick, ließ sich berichten, was geschehen war, und lachte. Es war am Ende das Beste, was er tun konnte. Mir aber war, als sei meine Seele mit dem Bettler fortgerannt, ins Unbekannte, in die Abgründe der Welt, und es dauerte lange, bis ich zum Nachdenken darüber kam, warum wohl der Mann vor dem Brotlaib davongelaufen war, so wie einst ich vor dem dargereichten Bissen des Bahnwärters durchgebrannt war. Tage und Wochen lang behielt das Erlebnis seine Frische und Unausschöpfbarkeit, und hat sie, so einleuchtende Begründungen wir später auch dafür ausdenken mochten, bis heute behalten. Die Welt der Abgründe und Geheimnisse, in die der flüchtende Bettler uns entschwunden war, wartete auch auf uns.
Sie hat jenes hübsche und harmlose Leben des Vordergrundes überwuchert und ausgelöscht. Sie hat unseren Hans verschlungen und auch wir Geschwister, die wir bis heute und bis ins Alter standzuhalten versucht haben, wissen uns und den Funken in unseren Seelen von ihr umdrängt und umdunkelt. Hermann Hesse, Der Bettler, gelesen von Bernhard Paulus.